Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe für euch heute eine Anleitung für eine besondere Kartenform. Wir machen heute eine Tunnelkarte zusammen und ich zeige euch jetzt einfach zwei Ideen dazu und genau, starte jetzt einfach mal mit der Dino-Karte. Also es sind beides Babykarten, aber ihr könnt diese Kartenform natürlich auch super umwandeln für jede andere Gelegenheit. Ich mache die jetzt hier über dieses Band auf. Ich gehe noch ein bisschen weiter raus mit der Kamera. Ich glaube, ich bin fast ein bisschen zu nah. So ist besser. Und kann mir das jetzt hier so nach unten aufmachen, ohne dass ich wieder den Knoten machen muss nachher, wenn ich es verschließe. Und dann macht man die Karte hier so auf und hat hier so eine 3D-Form sozusagen. Also das geht sehr tief nach hinten. Seht ihr das? Also hat so einen richtigen Tunnel, der sich hier so öffnet, wenn man die Karte aufklappt. Also ganz großen Glückwunsch zu einem kleinen Wunder habe ich hier reingestempelt. Ich habe hier mit dem Dino-Set gearbeitet, das fand ich sehr süß. Und das Papier ist aus den Meereswelten, da aus diesem Wal, aus der Wal-Serie. Das passt natürlich auch sehr gut, fand ich. Und hier sieht man so im Hintergrund eben noch zwei Schichten. Ganz im Hintergrund habe ich einfach so ein bisschen gestempelt, ein paar Glitzersteine drauf gemacht. Und was ich hier ausprobiert habe, ist diese besondere Samtpapier. Das ist so ein ganz tolles Papier von der Haptik und es passt hier ganz süß zu den Dinos. Das habe ich hier auf der Innenseite verwendet und auf der Außenseite eben auch noch bei diesem lilanen Dino. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Genau, so sieht eben die Karte aus. Und dieses Besondere, dass wenn man das öffnet, dass das dann hier so richtig nach hinten geht, wie so ein 3D-Kino, wollte ich euch mal zeigen. Ich habe nämlich an der Karte ziemlich rumgetüftelt. Beim vorletzten Teamgeist habe ich euch nämlich da eine Karte gezeigt. Ich glaube, sie war von der Sina mit dem grünen Papier, mit diesem ewig grünen. Und also den Teamgeist, den verlinke ich euch jetzt mal hier oben, dann könnt ihr nochmal nachschauen und euch auch eine andere Kartenidee dazu holen. Ich lasse das jetzt mal offen. Und dann habe ich sehr viel rumgetüftelt und habe irgendwie nicht so eine richtige Anleitung gefunden. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich euch das mal auf. Das ist also mein Prototyp, mein erster Versuch. Hier ist es auch verschlossen mit dieser sanften Schleife, die da so ganz zart schimmert und glitzert. Und vorne ist natürlich der Walfisch drauf. Und ich habe mir gedacht, so eine Unterwasserwelt passt ja da eigentlich perfekt zu diesem Thema. Und dann sieht man hier im Hintergrund den Dino und hier eben ganz viele Schichten. Hier seht ihr es mal von oben, wie das so aussieht und wie sich das so nach hinten bewegt. Das Dimensionale, das sieht einfach total schön aus. Als Spruch ein Schwarm voller lieber Wünsche zum Geburtstag und eben hier noch so ein paar ausgestanzte Wasserpflanzen und im Hintergrund wieder den Wal. Und der Wal, wenn ihr den mal vergleicht mit dem vorne, ist es eigentlich zweimal in zwei verschiedenen Farben ausgestanzt und dann zusammengebaut. Genau, und wie das funktioniert mit dieser Karte und vor allem mit diesen drei Ebenen nach hinten, das zeige ich euch jetzt. In unserem Video machen wir es ein bisschen anders. Ich habe hier jede Schicht mit Designerpapier, mit unterschiedlichem Designerpapier beklebt und ausgestanzt. Das machen wir im Video jetzt ein bisschen anders, aber das kann man natürlich auch so machen. Also als Idee für euch. Man kann das natürlich auch mit drei verschiedenen Designerpapieren machen. Genau, und dann legen wir jetzt mal los und ich zeige, was ihr alles braucht. Die Bestellnummern halte ich euch wie immer kurz ins Bild. Also ich habe an Farbkarton einmal Aquamarin und Pazifikblau genommen als Grundfarbe. Designerpapier habe ich das Designerpapier Meereswelt ausgewählt. Da sind total viele schöne unterschiedliche Designs drin und mit dem habe ich eben auch die andere Karte gearbeitet, mit diesen verschiedenen Unterwasserwelten. Ihr könnt das ganze Papier in meiner Bestellung anschauen, das verlinke ich euch mal hier oben. Und dann habe ich noch mit Anthrazit und Schiefergrau meine Wale gemacht. Ich habe auch für das Video jetzt schon ein bisschen was hergerichtet, weil das einfach eine sehr aufwendige Kartenform ist. Und nehmt euch da auf jeden Fall Zeit dafür. Ach ja, und Pergamentpapier habe ich auch noch benutzt. Das zeige ich euch auch nochmal eben schnell. Habe ich schon einmal. Hier ist das Pergamentpapier. Und so ein bisschen habe ich eben schon gestartet. Ich habe jetzt das Pergamentpapier hier in den Hintergrund geklebt. Das hat das Maß 13,5 x 9,5 und das Designerpapier ist 13 x 9 cm. Das habe ich jetzt hier schon vorne drauf geklebt, seht ihr? Das habe ich mir also so zugeschnitten, wie es mir von der Landschaft gefallen hat. Und da habe ich jetzt schon mal den Wal drauf gemacht. Und ich habe mir beide Wale schon hergerichtet. Ich zeige euch das nachher. Und da gibt es eine spezielle Stanze für den Wal. Da habt ihr alle Einzelteile und könnt euch den dann so total süß zusammenbauen. Und genau, dann habe ich nochmal ein Designerpapier in dem Maß 13,5 x 8,5. Das kommt dann auf meine Frontseite innen rein.
Meine Grundkarten, meine zwei Grundkarten sind 21 x 14 cm, brauchen wir eben zwei Stück. Und eine davon, das ist eben diese Seite hier, die habe ich schon bei 14 cm gefalzt. Seht ihr, das ist so eine ganz normale Klappkarte bei 14 cm. Und die andere falzen wir uns jetzt dann gleich zusammen. Dann habe ich zwei Stücke 13,9 x 9,9 cm verwendet. Und die falzen wir uns rechts und links bei 0,5 cm. Bei dieser habe ich schon gemacht. Also das ist wirklich nur so ein ganz kleiner Falz. Seht ihr das? Rechts und links. Und da habe ich auch schon doppelseitiges Klebeband drauf gemacht. Das machen wir dann nachher zusammen mit der anderen auch so. Und ich mache das alles zusammen mit euch. Nur so ein paar Schritte wollte ich schon mal vorweg machen, dass das dann im Video noch einigermaßen alles untergebracht werden kann. Und dann habe ich hier noch eine ganze Menge an Deko, die ich euch dann nachher so Stück für Stück zeige. Und ein Band. Genau, und ich starte jetzt erstmal mit meiner Grundkarte. Und zwar ist die Karte ja 21 x 14 cm und bei 10,5 ist sie gefalzt, also in der Mitte. Und jetzt nehme ich mir die Rückseite von meiner Karte, das ist jetzt diese hier, also so macht man die Karte auf. Und diese rechte Seite kürze ich mir jetzt bei 1,4 cm. Genau, also ich lege sie jetzt auch hier rechts im Papierschneider ein bei 1,4 cm und schneide mir die jetzt einfach ein bisschen ab. Habe ich hier so einen schmalen Streifen noch übrig und die Karte sieht dann von oben so aus. Und dann nehme ich mir, die kann jetzt erstmal weg, dann nehme ich mir mein zweites Stück Farbkarton in Aquamarin und schneide und falze mir das. Also das hat ja auch das Maß 21 x 14 cm und bei der 21 cm Seite, also bei der langen Seite, lege ich es mir an und falze es mir jetzt das erste Mal bei 9 cm. Achtung, helle Klinge verwenden. Bei 10,5 cm. Ich lege mir das immer hier oben an. Dann klappe ich mir jetzt mal meinen Arm aus. Und bei 19,5 cm. Ich weiß nicht, ob ihr das noch lesen könnt. Ich habe das natürlich da oben alles aufgeschrieben. Für euch. Dann sieht das Ganze jetzt so aus. Also hier hat man zwei Falzlinien. Und am Rand ist noch eine. Okay. Das ist jetzt so die Vorarbeit für unsere Karten. Und was ich jetzt gleich noch mache, weil ich finde, also das war für mich leichter so. Ich mache es jetzt so, ich lege jetzt hier meinen 1 cm oder meinen schmalen Streifen nach links. Ja, die Linien sieht ja ganz schlecht, ja. Ist eigentlich auch egal, aber so mache ich das jetzt. Ich lege mir jetzt das nochmal in meinen Papierfalter ein und schneide mir rechts und links einen ganz kleinen Streifen weg von ungefähr 1 mm oder ein bisschen mehr. Also ihr seht es hier, das ist so ein ganz dünner Streifen, den ich mir auf beiden Seiten einmal wegschneide. Ich gehe hier, ich zoome euch mal ein bisschen näher hin, dass ihr das seht. Ich lege jetzt mein Papier eigentlich genau hier auf diese Kante da auf diese Schneiderille, so dass man die nicht mehr sieht, wenn man von oben drauf schaut. Und so wenig schneide ich mir eben rechts und links weg von meinem Papier. Wie gesagt, ich habe auch mehrere Anleitungen angeschaut und das war jetzt, hat für mich alles nicht funktioniert. Ich wollte, dass man das am Schluss schön zusammenfalzen kann und deswegen schneide ich mir das jetzt da weg, weil ich dann einfach mit dem Falten nachher besser klarkomme. Ich möchte nämlich, dass es dann richtig schön flach aufliegt und hier auch passt. Nicht so wie auf meinem Prototyp, seht ihr das? Wie gesagt, das muss man nicht machen, aber wenn ihr jetzt auch so ein bisschen genauer das haben wollt, dann könnt ihr das gerne mitmachen. Okay, und jetzt lege ich es mir zur Orientierung so hin, dass mein dünner Streifen hier auf dieser Seite liegt. Okay, und auf diesen Bereich hier, also zwischen meinen Falzlinien, zwischen der einen Falzlinie auf der linken Seite und meinen zwei Falzlinien auf der rechten Seite, hier auf diesen Bereich kommt jetzt mein Designerpapier. Ich mache es nämlich so, dass ich mir das Designerpapier zuerst aufklebe und danach die Stanzung hier reinmache. Ganz einfach, weil ich dann nur einmal stanzen muss. Ich habe es beim anderen so gemacht, dass ich dann jedes extra gestanzt habe und das braucht man gar nicht machen. Man kann es einfach alles zusammen ausstanzen. Und deswegen klebe ich mir das jetzt als allererstes mal hier vorne drauf. Und ich glaube, ich falze das kurz nach, damit ihr die Falzlinien ein bisschen seht. Also ich knicke mir jetzt einfach meine Falzlinien kurz nach. Vielleicht seht ihr das dann ein kleines bisschen besser. Ja, man sieht es jetzt ein bisschen besser, gell? Und zwischen diesem Bereich klebe ich jetzt mein Designerpapier auf. Und ich fand da eben dieses Designerpapier mit diesem Fischschwarm total schön, weil es gleich so richtig Lust auf Tiefsee macht.
Okay, und das ist aber jetzt nicht ganz mittig da drauf, also nicht ganz bündig an diesen Rändern, sondern das hat noch so einen kleinen Rahmen. Da gucke ich, dass der Rahmen einigermaßen gleich außen rum geht. So sieht man das jetzt für euch ganz gut, glaube ich. Okay, da wird es drauf geklebt. Und dann können wir eigentlich schon mit unserer Big Shot starten, würde ich sagen, oder? Ich gucke mal, ob ich noch was machen muss. Ah ja. Bevor ich jetzt mit der Big Shot noch starte, habe ich ja noch meine zwei Papierstücke in dem Maß 13,9 mal 9,9. Und bei diesem mache ich es ja jetzt so, dass ich drei verschiedene Schichten mache, aber nicht mehr alle mit Designerpapier, sondern dass ich die jetzt unterschiedlich aufsetze von den Farben vom Grundpapier. Und deswegen falze ich mir die jetzt. Das eine Papier habe ich schon gefalzt, das andere mache ich jetzt mit euch zusammen. Ist auch ganz einfach. Ich nehme mir nochmal meinen Papierschneider und falze mir jetzt bei der kurzen Seite rechts und links bei 0,5 cm. Also ich lege hier die kurze Seite an und lege mir das hier bei 0,5 cm an und falze mir das einmal. Drehe es mir dann so rum, dass meine Falz auf der linken Seite liegt und mache das Ganze nochmal. Wenn ihr eben ganz von vorne startet, macht ihr das auch mit beiden Papieren so. Haben wir jetzt rechts und links eine Falz. Auch hier knicke ich mir die Falzlinien schon mal nach. Seht ihr die besser? Wir kurbeln das ja sowieso jetzt gleich noch durch die Big Shot durch. Da wird es wieder ein bisschen rausgehen aus der Falz, aber so sieht man das schon mal ganz gut. Genau. Und was ich jetzt auch gleich mal mache, dann ist es auch schon mal erledigt, ist, ich habe hier noch so ein ganz dünnes doppelseitiges Klebeband von der Firma Raya. Das verlinke ich euch jetzt mal unter dem Video in der Beschreibung. Ich finde es immer ganz praktisch, wenn man so was Dünnes kleben muss, dass man dann so ein ganz dünnes Klebeband hat. Das klebe ich mir jetzt mal schon mal auf. Dann seht ihr auch die Falzlinien ganz gut, weil die sind genau in dem Bereich von meinen zwei Falzlinien. Und dann ist nämlich die Karte schon so weit bearbeitet. Und wir sind bei beiden Karten auf dem gleichen Stand. Okay, und jetzt muss man sich das bloß so vorstellen. Also ich brauche jetzt auf jeden Fall meine Kreisstanzen. Die Karte kann man eigentlich nur mit Big Shot machen, also mit Handstanzen. Ihr könnt jetzt versuchen, ob ihr die Handstanze so weit reinbringt, dass ihr das von oben stanzen könnt, aber ich glaube, dass man die immer nur mit Big Shot basteln kann. Ich nehme jetzt hier die lagenweise Kreise und habe mir die allergrößten, alle drei größten Kreise rausgesucht, die so nacheinander so zusammenpassen. Seht ihr das? Und mit dem größten fange ich jetzt an. Der kommt auf meine Innengrundkarte. Und ich wollte euch das mal vom Aufbau so zeigen. Also wir haben hier die Grundkarte, dann kommt das erste Fach mit dem zweitkleineren und dann das letzte Fach mit dem dritten. So haben wir die Lagen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich die zwei blauen tauschen soll. Ich glaube, so wäre es noch ein bisschen cooler, aber wir haben zuerst das Designerpapier, dann kommt ein helles Papier, dann kommt ein dunkles Papier und dann kommt wieder ein helles Papier. Also so baue ich mir das jetzt auf. Und dafür mache ich es jetzt einfach so, dass ich mir meine größte Stanzform, ich muss nochmal gucken, dass ich die richtige habe, ja, die größte Stanzform hier vorne schon mal drauf mache. Ich mache die so ein bisschen nach oben, also hier unten ist noch ein bisschen Platz für Dekoration. Und dann nehme ich mir einfach einen Post-it-Zettel, da können wir jetzt gleich den nehmen und klebe mir das jetzt einmal so auf und kurbel mir das jetzt einmal durch meine Stanzmaschine durch. Also ich zeige euch das einmal und bei den anderen mache ich es dann wahrscheinlich nicht im Bild, mal gucken. Also wenn ihr euch das aufklebt, achtet einfach ein bisschen auf die Ränder hier, dass die ungefähr gleich sind, dass das schön mittig positioniert ist und stanzt euch das dann einfach einmal aus. Genau. So sieht das Ganze jetzt aus. Und dann nehme ich meine nächste Schicht und lege mir das hier so unten rein, dass hier diese Falzlinien genau übereinander liegen. Also ich gucke auf meinen Rahmen oben und unten, dass es passt, dass es bündig ist und dass hier die Falzungen von dieser Entschuldigung, von dieser Linie und von dieser, dass die wirklich gut übereinander liegen und zwar
Hier auf der linken Seite und auf der rechten Seite auch. Wenn das schön positioniert ist und die Ränder unten stimmen, lege ich mir das dann auf und nehme meine zweitgrößte Stanzform und lege mir die einfach so innen rein, dass ich sehe, dass die die gleiche Position hat. Jetzt hebe ich mir das hier fest, nehme mein oberes Papier wieder ab und klebe mir das jetzt wieder auf. Ihr könntet euch das auch mit dem Bleistift anzeichnen, wenn euch das lieber ist. Und ich kurbel mir das jetzt dann gleich wieder durch die Big Shot zu. Und was hier wichtig ist, wenn ihr das auch mit dem Designerpapier machen wollt, dann beklebt euch natürlich zuerst eure Grundkarte mit Designerpapier und danach stanzt ihr euch das aus mit der Big Shot, weil dann müsst ihr das nur einmal machen. Man kann das immer noch ausbessern, auch jetzt noch das Designerpapier drüber kleben und dann nochmal anzeichnen und so. Das geht alles, aber ihr tut euch viel leichter, wenn ihr euch zuerst das Designerpapier aufklebt. Und dann mache ich es mit meiner dritten Schicht genauso. Also ich habe jetzt hier wieder meine gleichen Karten. Die kann man noch ein bisschen einfacher übereinander legen. Man sieht hier wieder die Falzlinien, dass die passen hier und hier. Und auch von der Höhe vom Papier muss es passen. Und dann nehme ich meine kleinste Kreisform, lege mir die wieder innen rein, so dass es schön aussieht. Und mache das Ganze genau gleich. Ich hebe mir das wieder fest, nehme mein Papier ab, klebe mir das Ganze an und kurbel mir das einmal durch die Big Shot. So, und jetzt haben wir für unsere Karte diese verschiedenen Teile. Also einmal die Grundkarte, die hinten ein bisschen kürzer ist. Einmal eine kleine Ausstanzung, ein bisschen größere Ausstanzung für den Vordergrund. Und unsere Grundkarte, wo das Ganze dann nachher reinkommt. Und jetzt mache ich es so, ich nehme meine kleinste Ausstanzung und lege mir das erstmal auf mein Papier, damit ich weiß, wo ich noch was hinstempeln kann, weil ich will mir den ganzen Hintergrund von der Karte noch ein bisschen bestempeln. Und das lege ich mir jetzt so an, dass meine Klebelasche hier direkt an dieser Falzlinie, an der ersten Falzlinie anliegt. Das sieht man, glaube ich, jetzt so ganz gut. Und dann gucke ich noch, dass oben und unten wieder der Rand stimmt. Der ist minimal kleiner, damit es nachher nicht übersteht. Aber so passt es jetzt. Ich klappe das hier nochmal hoch. Ich sehe jetzt die Falzlinien auch ein bisschen schlecht. Und dann weiß ich jetzt, wo ich hier in die Mitte reinstempeln kann. Und da mache ich mir einfach mit Bleistift eine kleine Markierung. Da kommt dann nachher mein Walfisch drauf. Und da stempel ich mir jetzt noch ein bisschen was so in den Hintergrund, dass man da einfach noch ein bisschen, ihr seht es hier auf der Karte, so ein Fischschwarm, ein paar Pflanzen im Hintergrund. Dann hat man da einfach noch ein bisschen mehr Tiefe. Und genau. Dazu nehme ich jetzt das Stempelset Fantastfisch. Das ist die Bestellnummer. Da ist also dieser super schöne Wal drinnen. Und dann nehme ich mir einmal die Punkte und den Fisch und diese Meerespflanze da raus. Und stempeln tue ich jetzt einmal mit Farngrün und mit Aquamarin. Das sind die Bestellnummern. Und gehe jetzt eben in diesen Bereich. Und das ist wie gesagt nur der Hintergrund. Also da kommt dann nachher noch der Walfisch drüber. Und genau, da mache ich mal einmal so einen Fischschwarm. Mach mal rück da unten auch noch ein paar Fische hin. Und ein paar Blubberblasen. Die mach mal auch, mit welcher Farbe mach. Mach mal erstmal die grünen Pflanzen. Die kann man sich jetzt vorher auch sicherheitshalber nochmal wo abstempeln. Wobei ich nehme zwei Abdrücke. Ich mache einmal einen festeren Abdruck und den zweiten, den verwende ich auch gleich noch. So ein bisschen tiefer. Seht ihr das? Damit der einfach so ein bisschen. Das schaut jetzt komisch aus, glaube ich, von unten. Ich habe gerade kein Schmierpapier da. Dass das einfach noch so ein bisschen das Ganze so umspielt. Ich denke, das kann man schon erkennen. Genau. Und die Blubberblasen, die mache ich auch noch rein. Wobei ich die Blasen eigentlich für meinen Walfisch verwendet habe. Also, ich zeige euch jetzt mal meinen Wal. Erstmal die Stanze Walfisch. Mit der stanzt ihr euch einfach alle Teile aus. Einmal in den Farbkarton reinstecken, einmal stanzen und dann habt ihr alle Teile. Und dann habe ich es so gemacht, dass ich mir die Walfische eben einmal in Anthrazit und einmal in Schiefergrau ausgestanzt habe. Und die habe ich mit diesen kleinen Punkten so ein bisschen bestempelt. Seht ihr das? Da ist eben dieses Punkteset in diesem Stempelset und das fand ich total süß. Und so habe ich alle beide Walfische bestempelt und habe eben diese Teile gegensätzlich aufgeklebt. Also hier ist es dieser
unter dem Walfischbereich, so passen die ganz gut zusammen. Und diese Blasen von hier oben, die sind übrigens einfach aus dem Reststück, das ihr da aus dem Kreis ausgestanzt habt, kriegt ihr da super noch diese Wassertropfen raus. Und auch das Auge von dem Wal ist in der Farbe. Genau. Also die habe ich mir mit den Punkten und mit Grau, Anthrazitgrau bestempelt einfach. Und so ist jetzt aber der Innenbereich von meiner Karte fertig. Ich radiere mir jetzt noch den Restkreis weg. Das muss man unbedingt jetzt machen. Na, geht das nicht mehr. Ich zeige euch danach noch einen Tipp mit diesen Luftblasen. Ich habe da nämlich so Luftblasen noch hingemacht. Das zeige ich euch nachher. Ich fange jetzt an mit meinem dunkelblaueren Stück, also mit dem Pazifikblau. Da habe ich ja die Klebestreifen schon drauf gemacht an der Seite. Und jetzt lege ich mir das so an, dass ihr das nochmal gut seht. Genauso eben, wie ich mir eigentlich den Kreis gerade vorgezeichnet habe, lege ich mir hier das Papier direkt an die untere Falzlinie hin. Seht ihr das? Also an die linke Falzlinie von meinen zwei Falzlinien. Wenn das so vor euch liegt, das Designerpapier ist auf der Rückseite, sieht es so aus. Und da, wie gesagt, ganz hinschieben an die Falzlinie, schauen, dass das Papier oben und unten auch passt von der Höhe. Dann nehme ich mir die Folie ab. Und dann klappe ich mir das einfach mal zu. Könnt ihr auch gerne nochmal mit dem Papierfalter falzen, euch die Falzlinien nochmal nachfalzen. Und habe jetzt hier schon mal einen tieferen Rand. Seht ihr das? Okay, und jetzt mache ich das Ganze nochmal auf. So, und jetzt kommt der Teil, wo man wirklich aufpassen muss. Ich nehme jetzt meine Klebelaschen, die sind ja so nach unten geklappt. Drehe mir das jetzt einmal um, dass ich jetzt hier die Klebelaschen nach unten habe. Seht ihr das? Und jetzt lege ich mir hier mein Papier direkt, seht ihr das, direkt an dieses dunkelblauere Papier an. Ich schaue jetzt wieder, dass der Rand oben und unten passt. Dann klappe ich mir meine Klebefläche nach oben, ziehe mir diesen Klebestreifen ab, wenn er denn wieder mag. Jetzt versuche ich es mal von unten. Also wirklich gut festheben und jetzt klappe ich mir das um und klebe mir das wirklich direkt da an meine blaue Karte an. Wenn da ein Millimeter Spalt dazwischen ist, ist das okay. Das macht nichts, aber es darf nicht auf diese Karte hier geklebt werden. Vielleicht seht ihr das, bei mir war es gerade so, ich habe es gerade falsch zusammengeklebt. Aber jetzt sieht es von oben richtig schön aus. Jetzt gefällt mir das, weil man kann es natürlich auch ganz oben hier hinkleben an diese Reihe, also an diese Falzlinie. Also nicht auf die Seite sondern von der Karte, sondern auf diesem Bereich. Aber dann hat man eben, dann ist es ganz nah an unserem vorderen Fenster dann. Und so hat man eigentlich eine gleichmäßigere Verteilung. Das fand ich so ganz schön. Okay, also die eine Seite ist schon mal geschafft. Jetzt kleben wir uns erstmal die Grundkarte an. Ich klappe das jetzt alles darüber und nehme mir den Bereich von meiner Karte, der hier kürzer ist, den klebe ich mir hier noch hinten hin. Und zwar so, dass das hier schön bündig ist. Seht ihr das? Hier ist das richtig schön bündig. Und das mache ich jetzt mit Flüssigkleber einfach, weil wir dann noch ein bisschen ruckeln können. Und ich versuche bei der Karte schon sehr genau zu arbeiten. Wichtig ist, dass ihr das vielleicht auch seht. Wenn das dann nachher da dran klebt, dann hat man hier trotzdem so einen kleinen Überstand. Aber das ist in Ordnung, so das ist so gewollt, dann hat man nachher da mehr Platz, wo der Rest drüber klebt. Also das sieht man später nicht mehr. Aber das klebe ich mir jetzt erstmal an mit Flüssigkleber. So, und jetzt zoome ich euch noch ein bisschen raus, dass ihr das alles seht. So, ihr Lieben, und so sieht eure Karte jetzt aus. Also ihr habt hier einmal eure Grundkarte. Das hier im hinteren Bereich ist die verkürzte Karte. Die ist jetzt da perfekt aufgeklebt auf unsere Mechanismuskarte, sage ich jetzt mal. Und hier haben wir die einzelnen Bögen, die da drüber gehen. Und was jetzt eben noch passieren muss, ist, dass wir uns unsere Bögen hier innen drinnen an diesen Bereich, an diese Falz festkleben müssen. Und zwar auf die Innenseite. Und das ist immer, finde ich, so ein bisschen schwieriger Teil. Ich nehme jetzt hier den Kleber ab
und versucht es jetzt von der Höhe genauso hinzubauen wie auf dieser Seite. Also man hat ja hier diesen Abstand, ich nehme euch nochmal ein bisschen näher hin, der hier ungefähr gleich sein sollte auf dieser Seite auch nochmal. Und das ist jetzt wirklich ein bisschen Gefummel. Ich hoffe, ich kann euch das trotzdem irgendwie zeigen, dass ihr das seht. Ich glaube, ich mache das sogar echt ganz mutig mit beiden zusammen, weil die einfach nebeneinander kleben sollen und ich finde da keine bessere Lösung dafür. Ich ziehe mir jetzt beide Streifen ab, lege die so nebeneinander hin, so, und klebe mir dann meine Karte da so an, dass ich versuche, zuerst das Dunkelblaue ganz an den Rand zu treffen. Ich kann euch das jetzt leider auch nicht ganz nah zeigen, aber so hat es ganz gut funktioniert. Und dann knicke ich mir das einmal rüber. Also dieses Dunkelblaue, an dem orientiere ich mich hauptsächlich. Seht ihr das? Ich habe jetzt eigentlich zuerst das Dunkelblaue angeklebt. Und auf dieser Seite mache ich es genauso. Das kommt wirklich direkt an diese Falzlinie hin. Und dann kommt dieser zweite Tunnel direkt an dieses Blaue hin. Also so sieht es jetzt schön aus. Und jetzt stelle ich mir das so auf und gehe mir hier mit dem Papierfalter rein, dass ich das überall andrücke. Ich habe das eigentlich jetzt nur an den Rändern angedrückt. Und möchte das einfach jetzt auch an dem Hellblauen andrücken. Also diese Stelle, die tut mir echt leid, ich kann euch die einfach nicht besser zeigen. Da müsst ihr ein bisschen probieren. Probiert erstmal, wenn der Kleber noch dran ist, wenn der Klebestreifen noch dran ist. Und dann klebt euch das erst fest, weil dieses Stückchen, ihr könnt es nicht flach hinkleben, weil es ist ein bisschen kürzer. Diese Innenbereiche sind ein bisschen gekürzt. Die sind ein bisschen kürzer als dieser Außenbereich. Und durch das, dass man sich eigentlich an der dunkelblauen, an der dunkleren Platte quasi orientiert, ist es ein bisschen schwierig zu zeigen in der Kamera, wie ich das jetzt angebracht habe. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, beide Kleber abgenommen und dann zuerst eigentlich das Dunkelblaue wirklich schön hier an diese Falz angeklebt, komplett, und dann diesen zweiten Bereich an dieses Dunkelblaue hier angestückelt. Ich hoffe, ihr seht es und ich hoffe, ich konnte diesen schwierigen Punkt vermitteln, weil das ist genau der Punkt, wo die Karte eben, wo man da drüber nachdenken muss und wo das, finde ich, in allen anderen Videos auch so schwierig war, aber man kann es einfach mit der Kamera ganz schlecht einfangen. Und jetzt kommt noch die letzte Tat, dann haben wir es geschafft. Dann kommt nur noch ein bisschen Deko, aber jetzt kommt noch ein Klebestreifen hier vorne drauf auf unsere mir fallen auch keine Worte mehr ein heute, glaube ich. Auf diesen Streifen hier vorne, ich zeige euch den gleich nochmal nach. Ja gut, da kann ich jetzt gleich drei nebeneinander kleben, weil der so dünn ist. Hätte ich auch das andere nehmen können, das andere Klebeband. Ist halt auch ein bisschen schwierig, dass das halt alles gleiche Farben hat. So kann man das in der Kamera wahrscheinlich auch nicht so perfekt sehen, aber seht ihr diesen Streifen? Den habe ich jetzt einfach nur mit Klebeblättern beklebt. Den lege ich mir jetzt hier flach an und kann dann die Karte zuklappen. Dann passt es. Also die Schutzfolie von dieser Klebefolie abnehmen, das hat jetzt bei mir ewig gedauert. Dann lege ich das ganz flach hin, ich falze es mir auch hier nochmal schön nach am Rand und klebe mir das jetzt eigentlich ziemlich genau hier in der Mitte in die Falzlinie ein. Und jetzt kann ich mir das hier außen nochmal nachfalten und jetzt habe ich wirklich eine richtig schöne, ordentliche Karte, die hier genau passt an der Seite, die innen passt, die nicht irgendwo zu dick ist oder wo man ewig nachfalzen muss. Das war mir einfach wichtig. Das war eben bei meiner Musterkarte nicht so richtig. Ja, irgendwann, wenn man ganz viel gefalzt hat, geht schon. Aber das fand ich jetzt hier in dieser Verteilung von diesen Innenkarten einfach am schönsten. Und deswegen habe ich auch diese Millimeter an der Seite weggeschnitten und auch genau, die Karte so gekürzt, wie es eben für mich gepasst hat. Ja, und jetzt haben wir den Mechanismus von unserer Karte geschafft. Wenn wir die jetzt aufklappen, dann haben wir hier so eine richtig schöne 3D-Tiefenform. Ich muss schon sagen, ich finde es mit dem Designerpapier auch sehr schön. Das macht sich schon auch sehr gut mit dem ganzen Grün.
geht es noch ein bisschen weiter hinter. Aber es sieht auch so sehr schön aus mit dem Blau, mit den verschiedenen Blautönen, weil wir ja jetzt natürlich auch noch dekorieren. Genau. Und jetzt geht's los. Deko, Deko, Deko. Die erste Deko ist ganz einfach. Die habe ich nämlich schon fast fertig. Meine Frontseite wird nämlich jetzt beklebt. Und da habe ich es auch so gemacht. Da habe ich mir einfach das Designerpapier schon mal auf das Pergament aufgeklebt. Und dann an diesem Bereich, wo das Designerpapier von der Rückseite zu sehen ist, da habe ich mir einfach diese Klebestreifen drauf gemacht. Abreißklebeband, das ist jetzt eben das normale Abreißklebeband, das bisschen dickere, und das kann man, wie gesagt, abreißen. Da geht auch diese Folie ein bisschen besser weg. Und das kommt jetzt einfach hier vorne drauf auf meine Frontseite. Hat auch einen leichten Rahmen. Und der Rahmen ist nach rechts und links ein bisschen breiter als nach oben und unten. Das fand ich ganz schön so. Nochmal schön draufgeklebt. Und durch das, dass wir den Kleber eben nur auf die Rückseite vom Designerpapier gemacht haben, sieht man hier an der Seite oder so auch nirgendwo Kleber durchs Pergament durch. Das ist bei solchen großen Sachen immer ganz gut. Den Wal habe ich mir mit Dimensionals aufgeklebt, dass der so ein bisschen erhaben ist. Und dann ist schon unsere Frontseite fertig. Und jetzt kommen wir zur Deko an der Innenseite. Da habe ich ja schon den Wal euch gezeigt. Ich tue mal alles raus, was ich so habe. Ich habe einen Schwarm lieber Wünsche zum Geburtstag aufgestempelt in Calypso, nein, in Ziegelrot ist es, und habe mir das Ganze ausgestanzt mit dem Stanzformen-Etikett mit Stil. Die hier. Da gibt es nämlich diese tollen Runden und die haben wie so eine Art kleine Welle. Seht ihr das? Das fand ich so süß. Wie so kleine Mini-Wellen. Passt natürlich perfekt. Und dann habe ich noch aus dem aus dem Stanzformen-Set Louvre und Lee diese Wasserpflanzen ausgestanzt. Und die habe ich jetzt schon wieder mit Designerpapier ausgestanzt und mit Olivgrün und Farngrün. Und habe mir die, also das sind diese Stanzformen, die schauen so aus in der kompletten Form und die kann man sich einfach auseinanderschneiden. Und dann kann man die ganz gut noch unterbringen in der Karte. Da habe ich jetzt auch eben verschieden viele. Und mein Walfisch hat natürlich auch seine hier oben diese Wasserfontänen, die er da rausspritzt, die klebe ich dann natürlich da auch noch an. Und genau, das mache ich jetzt einfach. Da lasse ich euch jetzt ein bisschen Musik laufen, damit es schneller geht für euch. Und ich klebe mir das unterschiedlich in die Schichten ein. Ich nehme euch da auch noch mal ein bisschen ran. Also ihr seht es, ich stecke mir das jetzt einfach mal so fest, wie ich es mir nachher ankleben werde. Am besten ist den Wal zuerst positionieren, damit man weiß, was man von dem sehen soll. Das könnten wir sogar hier vorne drauf machen. Wie habe ich denn das gemacht auf meiner Musterkarte? Genau. Also das schneide ich mir jetzt auch noch auseinander. Das muss auch nicht besonders schön sein, weil man sieht da eh nur immer einen Teil. Einen Bereich davon habe ich mir einfach hier unten unter mein Etikett aufgeklebt, dass man das hier noch so sieht. Das habe ich mir auch noch ein bisschen gekürzt. Das können wir jetzt einfach mal zusammen machen. Am Kleber nehme ich jetzt einfach mal die Klebepunkte. Die sind mir immer sehr lieb. So, dass das hier unten noch so ein bisschen rausschaut. Das klebe ich mir nachher mit Dimensionals an, also dass das so ein bisschen erhaben ist. Dann haben wir hier im Hintergrund auf der zweiten Ebene, also eigentlich auf dieser dunkelblaueren Ebene, lege ich mir da was hin. Und dann nach oben drüber was, dass die da halt einfach so von der Seite ein bisschen rausschauen. Mal, das könnt ihr einfach anrichten, würde ich sagen, wie es euch eben gefällt. Genau, so wäre das doch ganz süß, oder? Und das klebe ich mir jetzt auch entweder mit Flüssigkleber oder mit den Mini-Klebepunkten einfach da an diesen Reihen fest. Thank you.
Ich hoffe, ich war einigermaßen im Bild. Ich habe gerade gemerkt, dass ich da irgendwo anders bin. Ihr seht jetzt, wie das aussieht hier unten, mein ganzes Wasserparadies. Ich habe jetzt hier also noch ziemlich viele Pflanzen hingesetzt. Und da schaut mein Wal dann so ein bisschen durch. Und was ich jetzt noch als kleinen Tipp für euch habe, was ich eigentlich ganz süß finde, ist, dass ich hier, wenn ihr das, ich weiß nicht genau, ob ihr das sehen könnt, da im Hintergrund sind so ganz kleine Mini-Punkte, gell? Die werde ich euch gleich zeigen, wie das funktioniert. Vorher bringe ich hier noch ein paar Pailletten auf. Und was ich vorher gesagt habe, meine Fontäne, die kommt natürlich innen nicht hin. Der ist ja unter Wasser, da macht er ja keine Fontäne. Das macht er nur über Wasser oder am Wasseroberflächenrand. Deswegen, das mache ich da jetzt nicht hin, aber ich mache hier eben noch ein paar Pailletten drauf. Dann nehme ich die Pailletten Meereswelt, klar, wie soll es anders sein, und klebe mir die noch so auf. Und ich nehme jetzt schon mal den Präzisionskleber. Und bringe mir hier einfach zwei Punkte auf, wo ich die Paletten dann hinklebe. Und mit dem habe ich das eben auch gemacht, dass ich hier unten einfach noch ein paar Punkte hingemacht habe. Wie so kleine Wasserblasen. Eigentlich auch ein paar mehr, also da darf schon noch ein bisschen funkeln. Das macht auch noch so ein bisschen kleines Highlight, finde ich. Ich finde die ganz süß. Die müssen aber gut trocknen, deswegen. Und hier unten kann vielleicht auch noch eine kleine Perle hin. Gucken wir mal, welche wir davon wenden. Welche sich jetzt gleich mal anbieten. Der Präzisionskleber ist im Moment auch nicht bestellbar. Ich hoffe, dass das sich jetzt endlich mal ändert. Das dauert nämlich schon ganz schön lange. Aber der ist eben auch toll, wenn man so kleine. Erstens mal für so kleine Teile zum Ankleben ist der natürlich super. Und dann eben auch für diese kleinen Luftbläschen, die da im Innenbereich sind. So, Deko ist auch beendet. Ich lasse die Karte jetzt trocknen. Also vielleicht seht ihr diese kleinen Punkte im Hintergrund, diese Luftblasen. Das ist eben einfach flüssig oder Flüssigkleber könnte man theoretisch auch nehmen, weil der durchsichtig abtrocknet, aber ihr habt halt bei dem Prezi-Kleber einfach so eine ganz tolle, feine Spitze vorne, da geht es noch ein bisschen einfacher. Präzisionskleber muss man auch immer gleich wieder zumachen. Und genau. Also meine Karte ist innen schon mal fertig. Hier ein Schwarm voller lieber Wünsche zum Geburtstag. Das finde ich einen tollen Spruch. Und ich finde das eigentlich ganz gut so mit dieser, mit diesen verschiedenen Farben vom Designerpapier. Es ist ein bisschen schlichter noch wie das jetzt mit dem vielen Grün, aber das finde ich auch sehr schön. Das hat gerade in dieser Unterwasserwelt hat es schon auch sein Flair. Finde ich auch sehr schön. Also könnt ihr machen, wie euch besser gefällt. Wie gesagt, einfach vorher aufkleben, dann ausstanzen. So könnt ihr euch das hier super schön gestalten. Ich würde die Karte jetzt einfach zumachen, wenn es getrocknet ist, aber erst und würde mein Band jetzt hier noch außen rum wickeln als Verschluss. Das zeige ich euch jetzt an meiner Musterkarte nochmal. Da habe ich einfach mir das Band rumgewickelt, einen Knoten reingemacht, dann eine Schleife gebunden und kann das so als Banderole einfach immer wieder verwenden. Damit ihr seht, wie das jetzt verschlossen aussieht. Das ist ein ganz tolles Band. Gehört auch zu der Walfischreihe. Ich muss mir das mal schnell schnappen, damit ich euch die Bestellnummer zeigen kann. Das heißt feines Geschenkband. Und es ist so schön schimmrig und glitzerig und ganz sanft und zart. Und damit kann man tolle Schleifen binden. So, ich kämpfe mir das jetzt mal ein bisschen drauf. Ist jetzt nicht perfekt, aber so geht das dann drauf. Und so ist dann der Verschluss von der Karte. So muss man da nicht immer wieder das irgendwie kaputt machen. Und wenn man sie dann aufklappt, sieht sie eben so aus. Man hat diesen tollen Tunneleffekt. Also wirklich eine schöne Karte. Ihr könnt die wirklich total vielseitig abwandeln. Es sind jetzt zwar zwei Kinderkarten, die ich euch gezeigt habe in meinen Beispielen, aber ihr könnt es natürlich auch für Erwachsene machen zum Geburtstag. Ihr könnt es auch mit viereckigen Stanzformen machen oder mit rechteckigen Stanzformen. Das müssen keine Kreise sein. Und ja, so eine Unterwasserwelt bietet sich natürlich an. Das ist einfach süß. Aber ich finde auch die Dinos sehr süß. Ihr Lieben, das ist wirklich ein langes Video. Ich hoffe, ihr konntet die wichtigen Stellen gut erkennen. Ich denke, also ich habe schon versucht, euch das genau zu zeigen, wo ihr das hinkleben müsst. Und wenn man das einmal raus hat, dann geht es auch. Also man muss sich da trotzdem konzentrieren, weil es irgendwie immer eine tricky Stelle ist. Aber genau, wenn man einmal weiß, wo die hinkommen, dann
kriegt man das auf jeden Fall hin. Schaut euch einfach die Stelle vorher nochmal zweimal an und dann kriegt ihr das auf jeden Fall hin, da bin ich mir sicher. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert einfach den Kanal, drückt dabei auf die kleine Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Viele Grüße von den Dinos und von dem kleinen Walfisch, der ist einfach nur goldig. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.